Kreuzweg der Liebesflamme, zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Gebet am Freitag. Heute ist der heilige Freitag und der heilige Bettag. Da Jesus Christus seine Mater trug, der Jesus Christus an die Säule gebunden, da bluteten ihm seine heilige fünf Wunden. Von den kleinen und der großen Wunde er gepeinigt und verstoßen. Maria, seine liebste Mutter, stand auch dabei. Ach Sohn, liebster Sohn mein, wie könnte deine Marter uns erhaben sein? Ach Mutter, wie sind deine Worte so wahr und so klar? Wenn ich nur einen Menschen hätte, der mir dieses Gebet jeden Freitag dreimal bete. Ich will ihn belohnen mit der himmlischen Krone. Will ihm geben aus dem Fegefeuer drei Seelen. Heute ist der heilige Freitag und der heilige Bettag. Da Jesus Christus seine Mater trug. Der Jesus Christus an die Säule gebunden. Da bluteten ihm seine heilige fünf Wunden. Von den kleinen und der großen Wunde er gepeinigt und verstoßen. Maria, seine liebste Mutter, stand auch dabei. Heute ist der heilige Freitag und der heilige Bettag. Da Jesus Christus seine Mater trug. Der Jesus Christus an die Säule gebunden. Da bluteten ihm seine heilige fünf Wunden. Von den kleinen und der großen Wunde er gepeinigt und verstoßen. Maria, seine liebste Mutter, stand auch dabei. Kreuzweg der Liebesflamme. 14. April 1995. Karfreitag. Die Mutter Gottes, wollt euch im Geiste mit mir vereinen, um so gemeinsam den qualvollen Kreuzweg zu begehen. Mein unbeflecktes Herz hat dabei in allem mit meinem göttlichen Sohn mitgefühlt und mitgelitten. Beim letzten Abendmahl hat Jesus sich ganz den Seinen übergeben, um sie, ihre Seele, mit seinem heiligen Leib und seinem göttlichen Blut zu nähren und aufzustärken. Jetzt zeigt er seine erlösende Liebe, weil er nicht will, dass von denen, die der Vater ihm anvertraut hat, auch nur ein einziger verloren gehe. Begleitet euren leidenden Heiland und eure schmerzhafte Mutter auf dem Kreuzweg. Erste Station. Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ach, wie oft wählt ihr die falsche Halbwahrheit und wie oft stellt ihr mit Pilatus die Frage: Was ist Wahrheit? Ob ihr wohl immer bemüht seid, die göttliche Wahrheit richtig zu verstehen und ihr euch auch nach der einzigen Wahrheit richten wollt?
Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zweite Station. Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. In Wirklichkeit werdet ihr meinen göttlichen Sohn nur dann nachfolgen, wenn ihr Tag für Tag eure Kreuze auf die Schulter nehmt. Ja, nehmt eure Kreuze auf eure Schulter und durch meine mütterliche Hand und mein unbeflecktes Herz empfehlt sie dem himmlischen Vater. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ihr alle sündigt in vielem. Ihr fallt auch hin, weil ihr schwach seid. Auch in eurer Hinfälligkeit wollt auf Jesus blicken, der aus Liebe zu euch, für euch, diesen so qualvollen Kreuzweg und schrecklichen Tod auf sich genommen hat. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Vierte Station. Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ich war immer und in allem eins mit meinem göttlichen Sohn. Weil die Liebe Gottes uns vereinte,
und der vollkommene Gehorsam zum Willen Gottes. Deshalb teilte mein schmerzvolles Herz sich mit seinen erlösenden Leidern. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Traget einander die Last, nicht nur in einer Zwangslage, sondern geduldig, verständnisvoll und aus Liebe. Zu euren Brüdern und Schwestern, die eure Hilfe bedürfen, wendet euch immer in Dienern der Liebe zu. Und wer ist es, der nicht eurer dienenden Liebe, eines verständnisvollen, ermunternden Lächelns bedarf? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Sechste Station. Veronika tröstet, reicht Jesus das Schweißtuch dar. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der Veronika ähnlich sollt auch ihr handeln. Trocknet das blutgetränkte heilige Antlitz meines Sohnes ab. In euren Brüdern und Schwestern wollt ihm dienen, ihn lieben. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Siebente Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.
denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ihr fallt tagsüber öfters hin, stürzt auf den Boden. Kein Wunder, da die Versuchungen und teuflischen Angriffe immer stärker werden. Verlasst euch demnach auf die Kraft der Gnade und steht immer wieder von Neuem auf. Verlasst eure Sünden und schlechten Gewohnheiten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Achte Station. Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ach, wenn ihr fähig wäret, eure Sünden wahrhaftig, aufrichtigen Herzens zu bereuen, dann würdet ihr tatsächlich die wohlverdienten Früchte der Reue erzeugen. Bereut einer jede Sünde, ein jedes Versäumnis, jeden Fehler, jede Schwäche. Beweint eure Sünden und sühnt wegen eurer eigenen Sünden und die Sünden eurer Mitmenschen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mein schmerzhaftes Herz zerbricht vor Kummer. Mein göttlicher Sohn fällt erneut hin. Er steht auf, taumelnd. Setzt er seinen Weg fort. Weil er für euch diese schrecklichen Qualen auf sich genommen hat und ich leide mit ihm vereint für euch. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Und in diesen Tagen begehen die Menschen durch ihre Unreinheit und unbeschränkte Sittenlosigkeit dieselbe Sünde wie damals. Als man Jesus seine Kleider beraubte. Durch das Verlangen des Fleisches und der Augen. Sowie durch den Stolz beherrscht Satan die ganze Welt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Elfte Station. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Dankerfüllten Herzens küsst die heiligen Wunden Jesu, damit die tödlichen Wunden der menschlichen Seele geheilt werden. Wollt aus dem Gehorsam Jesu bis zum Ende Kraft schöpfen. Die in der Liebe des Heiligen Geistes vereinigten Herzen Jesu und Mariens bitten für euch, wie auch für eure Lieben, damit ihr vom Opfer, das Gott von euch erwartet, niemals zurückschreckt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zwölfte Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.
denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mein Eingeborener stirbt am Kreuz, um damit seine Liebe bis zum Ende zu beweisen. Auch euer Sühneleben muss zum Beweis eurer Liebe werden. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 13. Station. Der heilige Leichnam Jesu wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner betrübten Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Meine lieben Kinder, ich bitte euch, ruht euch an meinem schmerzvollen und unbefleckten Herzen aus. Lasst zu, dass ich euer Leben, euer Schicksal, euer alles in meine mütterlichen Hände nehme. Damit einst mein göttlicher Sohn euch an der ewigen Glückseligkeit teilhaben lasse. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem gekreuzigten Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 14. Station. Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Den Leib meines göttlichen Sohnes betten sie in das Grab. Seine schmerzhaften und blutenden Wunden glänzen schon am dritten Tag von ewigem Licht erhellt. Meine lieben Kinder, folgt Jesus nach auf dem Weg der Leiden, der Liebe und des Opfers. Damit ihr einst in das Haus des Vaters, in die ewige Heimat gelangt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern
und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Herr, gib den armen Seelen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.